Duke of Britain ist hundertprozentig auf dem richtigen Weg. Ein Hanoveraner von DiMaggio, aus einer Rubinsteinmutter gezogen von der Zuchtgemeinschaft Pidgley. Duke of Britain und Frederick van Velde aus Deutschland, Germany. Prozent und das heißt Führung. Es geht um einen rothaarigen Charmeur von der Insel. Harry genannt, der richtige Name, Duke of Britain. Das ist der Held von unserer Serie heute, The Timelapse. Und wenn ein Pferd irgendwie neu in den Stall kommt, überlegt man sich ja doch immer irgendwie einen Spitznamen oder einen Stallnamen. Und ich muss gestehen, dass ich also den Prinz Harry immer ganz süß fand und natürlich dann das Pferd Duke auch ganz süß fand. Und da er rote Haare hat und der Duke of Britain war, war dann der Spitzname eigentlich sehr schnell gefunden. Duke, der mit dem königlichen Spitznamen. Bekommen hat er den von seiner ehemaligen Reiterin und Besitzerin Viktoria Michalke, inklusive eines schwärmerischen Geständnisses. Das war einfach so ein mega sympathisches Pferd, der guckt dich an und ist irgendwie schon ein Freund. Also ein ganz, ganz liebes Pferd, hat so ganz liebe Augen und wenn man dann drauf sitzt, fühlt man sich bei ihm eigentlich direkt wohl. Duke, ein Pferd mit Charakter, mit Persönlichkeit, mit Talent. Ein erstes Highlight, DWM in Pferden. Für mich war das schon toll, generell mit dem Pferd da teilzunehmen und mich hat es einfach so gefreut, dass ich eigentlich sicher sein konnte, dass da jetzt kein Totalausfall kommt, also dass er alle Lektionen kann und ich auch gemerkt habe, dass ihn die Atmosphäre jetzt nicht so beeindruckt dort. Dass ich gleich ins Finale komme, war schon mega. Aber es ist eben nicht, dass man sagt, wow, was ist das für ein Pferd, wenn man ihn traben sieht. Aber ich konnte das einfach so an dem Tag so wahnsinnig, glaube ich, gut abrufen. Der Schritt war auf jeden Fall die höchste Note, das weiß ich noch. Da parierst du durch und weißt, das ist jetzt sicher, dass das ein guter Schritt ist. Der Galopp macht einfach nur Spaß, muss man sagen. Also das ist wirklich das Gefühl mega. Toll gemacht, also eine gute Runde von einer Reiterin, die uns gezeigt hat, Duke of Britain ist hundertprozentig auf dem richtigen Weg. Dass es dann am Ende auch mit solchen Noten belohnt wird, ist, war dann so das i-Tüpfelchen, aber ich war einfach total stolz irgendwie auch auf ihn, dass er mir da so gut zugehört hat und wir einfach für das Alter und wenig Erfahrung so eine sichere Prüfung gemacht haben. Und das ist dann doch, wenn man nach Pferden fährt und schon mal eine gute Prüfung reitet, fühlt sich schon mal ganz gut an. München 2015. Duke ist 8 und wird immer kräftiger und ausdrucksvoller. Vor allem der Trab wird besser und besser. Ich glaube, das sieht man da schon recht deutlich, dass er einfach auch mehr Kraft bekommen hat und die ganze, sag ich mal, Oberlinie stärker geworden ist, die Anlehnung auch noch konstanter und dadurch natürlich auch so ein bisschen der Raumgriff deutlicher zu sehen ist und ihm diese Kadenz, dass das dann einfach gekommen ist, einfach mit der Kraft. Also bei manchen Pferden recht deutlich, dass je mehr Kraft und Selbsthaltung die haben, dass dadurch einfach auch der Trab noch ausdrucksvoller wird. Eine verdammt schwierige Entscheidung für Vicky. Fernbeziehung mit ihrem Dennis oder zusammen auf eigene Füße stellen und Harry verkaufen. Da mir Harry auch nie ganz alleine gehört hat, also der gehörte quasi von Anfang an auch schon zu Teil Kasselmann, der Familie Kasselmann. Und es war einfach abgemacht, dass wenn er es geht, die Entscheidung gefällt wird, ob ich das Pferd quasi ganz übernehme oder ob das Pferd verkauft wird. Und im Zuge unserer Selbstständigkeit fiel dann die Entscheidung leider zum Verkauf, wobei es mich wahnsinnig freut, dass es einfach mit Freddy und Harry so super klappt.
Es ist einfach ein Pferd, was einem sehr ans Herz wächst, weil der eigentlich alles richtig machen möchte, total unkompliziert ist, auch im Umgang. Also der ist wirklich auch ein bisschen wie ein Hund, der einem dann hinterherläuft. Und es ist dann natürlich schade, so sag ich mal, einen Kumpel abzugeben, aber ich glaube, mit Freddy hat er einen super Kumpel gefunden und ja, war eine tolle Zeit. Ich hatte tolle Erfolge und habe auch viel gelernt. 2016 kam Duke nach Hagen. Seitdem sitzt Frederik Wandrees in seinem Sattel. Den einen oder anderen Tipp hatte Vicky für Freddy parat. Das traut man ihm im Schritt und im Trab nicht zu, aber wenn man dann eben angaloppiert, dann kann es schon mal ein bisschen höher werden. Ja, daran erinnere ich mich noch, weil ich bin aufgestiegen und dachte so, ja, also er ist vom Naturell eher der gemütlichere, denkt man erstmal. Aber wie Vicky auch schon sagte, also wenn der Motor erstmal an ist und da eine unvorhergesehene Situation kommt, ich bin oft auf der Rennbahn mit dem, und wenn da irgendwas ist, was nicht sonst ist, ein Geräusch, dann anschnallen. Eigentlich ist Duke ja ein ganz ruhiger, aber wenn ich nachmittags auf der Rennbahn Schritt am langen Zügel reite und er hört einen Vogel falsch husten, dann stehe ich aber ganz schnell neben ihm und Duke galoppiert allein über die Rennbahn. Vicky sieht es ja auch mit ein bisschen weinendem und lachendem Auge. Sie hat natürlich das Pferd ausgebildet. Vicky, nochmal danke, das hat ja alles wirklich, es war eine super Grundlage. Wenn die Grundlage falsch läuft, dann ist es ja umso schwerer später. Was einfach besonders war bei uns, dass wir beide neu waren. Also ich konnte eigentlich noch nicht richtig Grand Prix reiten und er konnte es auch nicht. Normalerweise ist es ja immer genau andersrum, also ein erfahrenes Pferd und einen unerfahrenen Reiter und eben andersrum. Bei uns war es jetzt eben so, dass wir beide relativ grün waren und das machte das aber letztendlich so besonders, denke ich, dass man so zusammengewachsen ist beide. Wir kennen uns einfach in- und auswendig. Also es war schon eine Herausforderung, aber natürlich will ich jetzt mal so sagen, ich weiß nicht, was noch kommt, aber ein bisschen auch die Chance meines Lebens. Ne? Also ohne Duke wäre ich heute nicht, hätte ich noch nicht diese tollen Turniererfolge und besonderen Momente gehabt, die wir hatten. Freddy und Duke, zwei Grand Prix-Frischlinge. Zusammen machen sie sich auf den Weg. Ja, das war ein besonderes Gefühl. Das sind auch so Momente, die vergisst man irgendwie nie. Da gehören so ein paar einfach dazu. Und da natürlich auch der Sieg im Louis-D'Or. Ich weiß noch, damals das Jahr, als Duke diese Louis-D'Or-Prüfung ging, da gingen auch Franziskus, Geraldine, Faustus und alle. Also so, dass ich schon vorher wusste, wer alles reitet in Hagen. Und ich dachte, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und mein Trainer aber damals hat gesagt, nein, du schaffst es. Er hat unheimlich an mich geglaubt und das hat mich auch selber so gepusht, dass ich auch selber das geglaubt habe. Und so bin ich aber dann da reingeritten und habe gedacht, ich kämpfe und greife an. Und ja, der hat es einfach super gemacht damals und ja, haben wir gewonnen. Also nach den Einern, die ich auch, das kann ich mich noch genau daran erinnern, bin ich ziemlich einfach auch typisch unbefangener Grand Prix-Reiter, einfach so frech nach vorne die Einer da rausgeritten. Hatte ich auch eine 9 für, weiß ich noch genau. Nach den Einern habe ich gedacht, ja jetzt noch einmal die Mittellinie, dann könnte es ganz gut sein. Und dann stieg auch schon Kim Greling mit damals Dr. Pleber noch in den Kommentar ein und dann dachte ich, ja. Den Einer wechseln, da haben sie aber schon ein bisschen bezaubert, ne? Da ist schon, da werden sie verlangt da oben, oder? Ja, da kann man noch ein bisschen an der Hilfegebung feilen. So wollte ich das jetzt nicht gesagt haben, nein, nein. Wir sind dezenter noch, aber ja, also ich bin zufrieden. Duke macht's möglich, weil er es kann und will. Es ist der einzigartige Charakter, der den einfach so besonders macht. Ich könnte in jedes Stadion dieser Welt einreiten und wüsste, der würde mich nie hängen lassen. Und dass er einfach, das Besondere an ihm ist, dass er einfach alles richtig gut machen kann und keine große Schwäche hat. Ne? Wenn ich an einem Tag X keinen Fehler mache, macht er eigentlich auch keinen Fehler. Duke of Britain, zuverlässig mit einer herausragenden Grundgangart, die Freddy besonders genießt. Ich habe hier mit vielen Pferden zu tun und wenn man dann denkt, könnte man mit dem Pferd eine Zukunft haben, ist immer auch mein erster Blick auf den Schritt, weil ohne einen guten Schritt heutzutage im großen Viereck ist es schwer. Man pariert durch und der geht immer sofort mindestens für eine 8 einen Schritt. Und das ist absolut eine seiner Stärken. Die Piaffe war schon
würde ich sagen, aus diesem Grand Prix das bisschen ausgereifteste. Die Galopptour, kann ich mich erinnern, Dr. Plewa sagte noch, wenn man die halb im mittleren Tempo durchreitet, also viel zu frei, dann schleichen sich natürlich auch Fehler ein. Aber das ist einfach ein bisschen dann auch meine Unerfahrenheit und natürlich Nervosität, die dann auch in so einer Kulisse dazukommt. Fehler, aus denen die beiden gelernt haben. Duke zu kritisieren, fällt Freddy schwer. Da gibt's einfach nicht viel zu meckern. Der Charakter beim Reiten ist nah an ausgezeichnet. Natürlich hat jedes Pferd so seine Tücken und Macken, aber die lassen wir jetzt mal alle so als gut durchgehen. Im Stall total unkompliziert und wenn wir aufs Turnier fahren, ich lade den auf. Ich glaube, der bewegt sich auf dem Sprinter meistens, fahren wir mit dem Sprinter nicht einmal hin und her oder haut aus oder so, nichts. Also der steht von hier bis London still eigentlich. Ne? Also das ist auch so was, was ich schon oft überlegt habe, bekomme ich so ein Pferd wie Duke überhaupt nochmal? Duke ist eigentlich immer ein freundliches Pferd, egal wer jetzt zur Box kommt, solange ein bisschen Futter im Spiel ist. Natürlich ist er auch hier und da ein bisschen zickig und wie ich schon gesagt habe, hat er auch seine Eigenarten. Decken aufziehen und abziehen hasst er zum Beispiel. Aber im Grunde genommen ist es, könnte ich jedes Kind damit grasen schicken und wüsste, dass würde alles gut gehen. Auch für die 8-jährige Emma Kasselmann hat Duke eine Sonderstellung. Wisst ihr, wie der Spitzname von Duke im Stall ist? Heilige Kuh. Ja, die heilige Kuh. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Emma Kasselmann, die Tochter von François, hat Duke mal eines Abends, während hier Future Champions war, lief sie an meinem Stall vorbei, guckte rein und sah, dass ein Pferd ganz genüsslich am Heuwagen steht, ohne Begleitung, ohne Halfter und die Boxentür war auf. Und dann ist sie ganz aufgeregt zu einem Pfleger und hat gesagt, du, da steht ein Pferd auf der Stallgasse, ganz frei. Und während des Turniergeschehens ist es ja dann auch nicht so ohne, ne? Wenn da einfach ein Pferd freilaufen würde. Und dann kam der Pfleger und ganz aufgeregt, oh Gott, das ist die heilige Kuh von Freddy. Die stellen wir jetzt ganz vorsichtig wieder in die Box und Freddy darf davon nichts erfahren. Das haben die auch relativ lange von mir geheim gehalten. Aber irgendwann hat Emma sich dann verplappert und dann seitdem ist es so ein bisschen Insider-Witz, das ist die heilige Kuh. Weil da darf nichts dran kommen. Jeder weiß es und alle sind vorsichtig. Und wenn der dann natürlich abends frei auf der Stallgasse steht, dann, wenn ich das wüsste, ist es nicht so gut. Mit der heiligen Kuh nach Stuttgart zu den German Masters in Freddys alte Heimat. Stuttgart, der Weltcup, ist bekanntlich schon, ich sage immer, so eine kleine Europameisterschaft irgendwie. Also ist ja schon alles da, was Rang und Namen hat. Ich glaube, ich war am Ende Achter, glaube ich. Und das auch mit einem guten Ergebnis vor so einer Halle und dann auch noch in meiner Heimat. Ich komme ja aus dem Süden. Das war auch ein ganz schönes und besonderes Turnier. Donaueschingen 2018, der nächste Meilenstein. Da hatte ich wirklich Grand Prix und Spezial, ich will nicht sagen einen Durchbruch, aber schon von da an ging es auch wirklich notentechnisch auch nochmal in den Prozenten ein bisschen bergauf. Also das waren wirklich zwei tolle Runden, da war er super drauf und war auch ein starkes Starterfeld damals mit Weigold, Cosmo und war ich direkt dahinter platziert. Also das war schon gut und von da an ging unsere Entwicklung auch wirklich noch weiter. 2019 das Hamburger Derby. Teamwork von Duke und Westminster. Hamburger Derby, für mich auch ein besonderes Turnier, was ich auch so schnell oder nie vergessen werde. Am Ende dann als Derby-Sieger da zu stehen. Damals mit Westminster im Derby, aber Duke hat mir quasi den Weg geebnet, um überhaupt im Finale teilnehmen zu können. Das war auch von vornherein der Plan, sage ich mal. Der ist ja auch super aufgegangen. Also der Derby-Sieg zwar mit Westminster, aber nicht ohne Duke. Also das darf man dann auch nicht vergessen. Der ging da eine super Runde, hat den Grand Prix gewonnen und hat mir quasi den Weg geebnet zum Derby-Sieger. Das ist ja auch was, wo ich ihm einfach super dankbar für bin. Ne? London, ein sensationeller Höhepunkt. Das war natürlich so ein einschlagendes Ergebnis, da werde ich mich immer irgendwie dran zurückerinnern.
da in London, ich weiß nicht, jeder, der da schon mal war, weiß, dass es ein ganz besonderes Turnier ist und eine ganz besondere Atmosphäre kurz vor Weihnachten. Da gegen Charles Dujardin zu gewinnen und da waren ja auch noch andere gute Hans-Peter und also das war schon was ganz Besonderes. Aber da hat Duke auch einfach wieder seine Stärke gezeigt. Der eine Hengst wurde auf einmal hengstig oder hatte mit der Atmosphäre zu kämpfen und Duke hat es einfach gemacht. Ne? Und dann stand da auch das erste Mal 80 Komma als Ergebnis auf der Tafel. Das war natürlich, ja, da kriegt man heute noch so ein bisschen Gänsehaut. Das bleibt für immer. Und ein dickes Lob vom Chef persönlich, Ulrich Kasselmann. In London, in der Olympiahalle in London, wo er wirklich wie Phönix aus der Asche kam, keiner kannte ihn. Dann auch noch in England bei Dujardin und Karl Hester in der Hochburg der englischen Reiterei. Da zu gewinnen, das war schon ein besonderer Moment und auch für Freddy persönlich auch so ein Klick zu sagen, Donnerwetter, ich kann doch die Größten der Welt schlagen. Wir verstehen uns manchmal schon so ein bisschen telepathisch, also durch Blicke weiß ich schon genau, das hier müssen wir noch ein bisschen oder da. Ohne dass er jetzt da groß eingreift, weiß ich aber genau, was er meint. Und natürlich macht mich das dann erstmal für mich stolz, dass ich das geschafft habe, auch mit Duke, weil der Weg einfach ein langer Weg ist oder war und immer noch ist. Und natürlich macht es mich auch stolz für den Besitzer, für Herrn Kasselmann, weil ich auch weiß, dass er mir das Pferd ja eigentlich zur Verfügung stellt, jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Und ich auch denke, dass er da auch Spaß dran hat auf solchen Turnieren, auch wenn er sieht, dass er letztendlich noch ein junges Paar irgendwo dann so eine Möglichkeit zu geben und so in den internationalen Sport reinzukommen. Also ich glaube schon, dass er dann auch stolz ist und das macht mich auch stolz und glücklich, dass es ihm so gut gefällt und dass er mir die Möglichkeit dazu gibt. Frederik Wandres und Duke of Britain, zum Spitzenpaar zusammengewachsen. Mal sehen, was da noch kommt. Gewaltig, die Entwicklung. Ich hätte es auch persönlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist eher ein Pferd für die kleine Tour, weil er tolle Grundgarten hat und super zu reiten ist. Aber Monika Teodorescu hat ihn zeitlang mal geritten und die sagte mir immer, Mensch, Uli, das ist ein tolles Pferd und erinnere mich ein bisschen an Grunox und das könnte wieder ein tolles Pferd werden, tolles Grand Prix Pferd werden. Und dann habe ich mit Freddy das versucht und in der Tat, die Erfolge sprechen für sich. Ein früher überzeugter Duke-Fan, Cheftrainerin Monika Teodorescu. Duke of Britain kam zu mir achtjährig im Sommer, hieß bei uns Harry, da er ja rothaarig ist und in Großbritannien geboren war und auch so ein klein bisschen den Schalk im Nacken hatte. Harry war eigentlich sehr unkompliziert und leicht auszubilden, ein Pferd mit sehr guten Grundgangarten und viel Versammlungsmöglichkeiten, insofern beste Voraussetzungen für ein Grand Prix Pferd. Und ich habe da auch immer an ihn geglaubt und viel Freude in der Ausbildung gehabt. Er war circa ein knappes Jahr bei mir, bevor er dann in den Stall Kasselmann gewechselt ist. Duke, Harry oder Heilige Kuh. Drei Namen, ein besonderes Pferd und für Vicky und Freddy vor allen Dingen ein Kumpel fürs Leben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt so ein Pferd nochmal wiederbekomme, der mich so, ja, auf eine Art loyal hinter mir steht auch und mich durch dick und dünn trägt und macht, also und immer sein Bestes gibt, also es ist schon was Besonderes.